Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Jetzt nach langer, langer, langer Pause. Endlich mal wieder ein endlich mal wieder ein Video allgemein, sagen wir mal so. Und ja, die Pause war jetzt durch die Sommerferien, die jetzt bei mir jetzt schon zur Hälfte wieder rum sind. Ich war jetzt ein paar Wochen in Urlaub. Zwei verschiedene Urlaube, aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall war das der Grund, dass ich nichts hochladen konnte, weil ich dort eigentlich auch meistens keinen Zugang zum Internet hatte. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm für euch gewesen. Aber naja, ging nicht anders, weil wenn ich nicht da bin, kann ich nun mal auch nichts produzieren und auch nichts hochladen. Ja, das ist der erste Punkt des Infovideos. Dann gibt es ja, von meiner Seite aus einige Veränderungen am Kanal. Ja, die Gründe dafür gibt es dann gleich danach. Und zwar werde ich ja, in Kürze, also quasi eigentlich ab Montag, das The Witcher 2 Let's Play beenden und es ersetzen durch Europa Universalis 4, was ich ja sowieso schon angekündigt hatte. Und was dann ja kommt. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits erstmal, weil ich eigentlich, als ich den Kanal gegründet habe, nicht so angefangen habe, wie ich eigentlich wollte. Ich habe ja dann mit, ja, relativ spontan angefangen mit Lego der Herr der Ringe. Das Spiel war zwar gut, aber eigentlich wollte ich nicht so Rollenspiele spielen eigentlich. Eigentlich wollte ich mehr meinen Kanal spezialisieren auf Strategie- und Aufbauspiele oder eigentlich mit Schwerpunkt auf Strategie. Ja, und das versuche ich jetzt umzusetzen, indem ich jetzt das The Witcher 2 Let's Play aussetze. Einmal, außerdem hat es auch noch recht wenig Zuschauer. Das ist zwar eigentlich kein Grund, aber ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll, weil ich keine drei Projekte auf einmal verwirklichen kann und ich sowieso den Kanal ein bisschen umgestalten wollte. Ich hoffe mal, das ist für die Zuschauer, die das jetzt auch wirklich noch geguckt haben, nicht so schlimm. Wohlgemerkt sind es nicht gerade unbedingt so mega viele. Da, wie ich ja schon gesagt habe, wollte ich den Kanal eigentlich darauf spezialisieren, Strategiespiele zu spielen und dementsprechend wird auch SimCity nicht ausgesetzt, das wird weitergeführt, unser Experiment wird weitergeführt und danach werden noch ein paar kleine Special-Videos kommen zu den, wie heißt es denn jetzt, zu den Spezialisierungen und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, da muss ich dann noch gucken, was ich da noch mache. Auf jeden Fall, bis Europa Universalis 4 rauskommt am 13. August, werde ich euch erstmal noch Europa Universalis 3, also den Vorgänger, vorstellen und damit eigentlich das Grundprinzip der Europa Universalis Spiele, nur damit ihr schon mal ein bisschen darauf eingestimmt seid. Wer es gucken will, ja, kann das gerne tun. Dann, wenn Europa Universalis 4 rausgekommen ist, werde ich nicht sofort ein Let's Play, ich werde dann nicht sofort ein richtiges Let's Play machen. Ich werde dann erstmal mit irgendeiner Nation anfangen und eine erste Eindruck-Videoreihe machen, so werde ich es dann nennen. Und dann wird vielleicht nach, weiß ich nicht, 2 oder 3 Tagen, wenn ich das Spiel dann ordentlich angespielt habe, das richtige Let's Play dann beginnen. Wegen der Sendezeit von Europa Universalis 4 bzw. Europa Universalis 3 wird es dann komplett The Witcher 2 ersetzen. Was bedeutet, es kommt dann montags, donnerstags und samstags ein Europa Universalis 3 bzw. 4 Video. Das, ja, die Spezialisierung des Kanals auf Strategiespiele wird wahrscheinlich auch eine Anpassung des Kanaldesigns mit sich bringen. Das werde ich dann wahrscheinlich neu, entweder ganz neu gestalten oder verändern. Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall wird sich da noch ein bisschen was tun bis zum 13. August, wenn ja Europa Universalis 4 dann rauskommt. Dann noch wegen der Spezialisierung. Ja, ich habe jetzt tausendmal schon Spezialisierung, glaube ich, in diesem Video gesagt, aber ich werde wahrscheinlich doch, obwohl ich es ja eigentlich schon gesagt habe, dass ich es nicht mache, Videos zu Rome 2 Total War machen. Sobald es rauskommt, das kommt ja dann nochmal einen Monat nach Europa Universalis raus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann damit vielleicht SimCity ersetzen will oder ob ich nur
Vielleicht dann ein Video Total War pro Woche mache am Samstag dann. Oder wie ich das dann genau mache, das muss ich mir noch überlegen. Da gibt es dann vielleicht nochmal ein extra Infovideo dann dazu. Oder ich erwähne es in einem der Let's Shows von Europa Universalis 3. Das wir dann gucken. Noch, was ich ganz vergessen habe, zu League of Legends. Das wird auch weitergehen wie bisher. Ist zwar eigentlich nicht wirklich ein Strategiespiel, aber eins auch. Also, das ist eigentlich das Spiel, was ich momentan am meisten spiele. Mit am meisten spiele. Und deswegen wird das auch weitergehen, auch weil es mir sehr viel Spaß macht und weil es ja auch einiges an strategischen Elementen enthält. So ist das ja nicht. Das wird dann weiter Mittwoch und Sonntag kommen, wie bisher. So, das war's eigentlich jetzt hier mit dem Infovideo. Ich hoffe, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die Änderungen am Kanal auch. Und wenn nicht, ja, dann kann ich auch nichts machen, weil ich werde das auf jeden Fall jetzt so durchziehen, wie ich das geplant habe. Und wer dann lieber weiter The Witcher 2 hätte gucken wollen, kann das dann, ja, irgendwo anders tun, wo er Spaß dran hat. Damit verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns dann am Montag bei den Let's Shows von Europa Universalis 3. Bis dann!